Hallo und herzlich willkommen bei Ole TV. Heute stellen wir euch mal wieder ein sehr schönes Outdoor-Messer vor. Von der amerikanischen Firma Cold Steel kommt das Master Hunter. Werfen wir zunächst einen Blick auf die technischen Daten. Das Cold Steel Master Hunter hat eine Klingenlänge von 11,7 cm. Die Klinge hat eine Drop-Point-Form, welche gerade im Outdoor-Bereich sehr praktikabel ist. Die Klinge ist satte 5 mm dick. Sie ist flach geschliffen, was dem Messer gute Allround-Eigenschaften verleiht. Die Gesamtlänge des Messers beträgt 23,6 cm. Das Master Hunter ist 172 Gramm schwer. Es besitzt einen versteckten Erl. Kommen wir zum Material. Beim Master Hunter kommt ein Dreilagenstahl zum Einsatz. Die Flanken sind aus 420J2, der Kern aus VG1 Stahl. VG1 besitzt eine mittlere Härte, nimmt eine scharfe Schneide an und ist sehr schnitthaltig. Die Klinge ist nicht rostend. Die 420J2 Flanken sind ebenfalls nicht rostend und nickelfrei. Der Griff des Messers ist aus Kraton gefertigt. Dies ist ein leichter und sehr zäher Kunststoff. Die Scheide des Messers besteht aus robustem Concealex. Sie ist mit einer Gürtelschlaufe aus Nylon versehen. So, jetzt aber in die Praxis. Das Cold Steel Master Hunter ist noch groß genug, um damit auch gröbere Arbeiten durchzuführen. So ist etwa Holzhacken kein Problem mit dem Messer. Optimale Ergebnisse liefert das Master Hunter im Bereich der normalen Arbeiten. So geht das Anspitzen eines Stockes dank scharfer Schneide leicht von der Hand. Und auch bei den feineren Arbeiten fühlt sich das Messer noch sehr wohl. Beim Auffächern von Holz liefert es tadellose Arbeit ab. Dank der scharfen und schnitthaltigen Klinge sind auch feinste Arbeiten wie etwa Haare rasieren möglich. Hier muss man allerdings aufgrund der dicken Klinge schon deutliche Abstriche machen. Gehen wir zum Abschluss noch auf die Bedienbarkeit ein. Zur Sicherheit verfügt das Master Hunter über einen Handschutz. Dank des gummiartigen Kratongriffes ist es auch nass noch sehr griffig. Es liegt gut in der Hand und ist leicht grifflastig. Es kann problemlos von Rechts- sowie von Linkshändern getragen werden. Die Scheide ist ab Werk auf Rechtshänder eingestellt. Die Nylonschlaufe kann aber leicht für Linkshänder auf die andere Seite gesetzt werden. In der Scheide sitzt das Messer sehr sicher. Sowohl der Reinigungs- als auch der Pflegeaufwand sind bei dem Master Hunter sehr gering. Kommen wir zum Fazit. Das Cold Steel Master Hunter gehört zu den besten Outdoor-Messern auf dem Markt. Das liegt zum einen sicherlich am scharfen und schnitthaltigen Stahl. Zum anderen ist es das einfache und sehr funktionelle Design des Messers, das uns überzeugt. Das Ganze ist verpackt in einer durchdachten und robusten Scheide. Einziges kleines Manko sind die für unseren Geschmack etwas zu harten Kanten des Messers. Sei es drum, für rund 140 Euro bekommt man mit dem Cold Steel Master Hunter ein wirklich sehr gutes Messer.